Vielen Dank, Herr Bader, für die Einführung. Für einige, die noch das Programm haben, Sie sehen, ich bin nicht Herr Wallner, ich darf Sie grüßen. Er hat unglücklicherweise einen Motorradunfall gehabt und sich den Fuß schwer verletzt und muss jetzt im Gegensatz zu mir wirklich Rentner spielen, auf dem Sofa liegen, Fuß hochhalten und sich von seiner Frau bedienen lassen. Aber wir haben 30 Jahre zusammen gearbeitet. In Hohenheim war dieses Thema Landwirtschaft, Imkerei immer ein ganz, ganz wichtiges. Wir haben also sehr, sehr viele Projekte gehabt und haben uns auch immer als Mittler in diesem Konfliktfeld gesehen. Insofern freue ich mich, heute einige Gedanken dazu hier vortragen zu können. Ich habe bei der Vorbereitung auf den Vortrag eine Umfrage gesehen von einer größeren Zeitschrift. Und da kommt die Landwirtschaft insgesamt tatsächlich schlecht weg. Man traut ihr in Punkten Nachhaltigkeit, Umwelt, Ökologie, Tierwohl ganz wenig zu. Da, wo es relativ positiv aussieht, man traut ihr zu, ausreichend billige Lebensmittel zu produzieren. Und da steckt auch schon so ein bisschen das Konfliktfeld drin. Ich möchte jetzt in der nächsten halben Stunde, und das ist eben sehr, sehr kurz, lediglich auf ein paar Punkte eingehen. Zum einen als Grundlage für die Diskussion, die wir heute noch führen. Und zum Zweiten auch versuchen, die ganze Geschichte ein bisschen zu versachlichen und gleichzeitig darauf hinzuweisen. Im Grunde ist es nicht ein Problem zwischen Imkerei und Landwirtschaft, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und das heißt, im Grunde müssen sich alle um dieses Thema bemühen. Die Imker sind jetzt natürlich ein klein bisschen näher dran. Also ich möchte die drei Punkte kurz mit Ihnen durchgehen. Zunächst mal, was brauchen die Bienen eigentlich überhaupt? Und die Landwirtschaft hat eine große Fläche hier in Deutschland. Zum Zweiten, was bietet die Landwirtschaft heute noch? Wo liegen die Probleme? Also ein bisschen auf die Flächennutzung eingehen, die verschiedenen Kulturen und auch ganz kurz auf den Pflanzenschutz. Da haben wir nachher noch ausführlichere Vorträge. Und zum Schluss so ein bisschen anreißen und überlegen, was gibt es für Lösungen, wo können wir gemeinsam hinkommen. Bedarf eines Bienenvolkes, der Johann Fischer hat es auch schon kurz angesprochen. Ich bin froh, dass wir nahezu die gleichen Werte hier jetzt zeigen, unabhängig. Also ein Volk braucht 80 Kilogramm Honig, bedeutet eben 250 Kilogramm Nektar, was gesammelt werden muss. Wir brauchen 25 bis 30 Kilogramm Pollen, um die Brut aufzuziehen. Und sie brauchen dann zusätzlich eben auch noch entsprechend Wasser. Das ist jetzt nicht ganz neu. Das müssen sie halt irgendwo im Jahresverlauf sammeln. Der Gesamtbedarf eines Bienenvolkes bedeutet dann etwa, man kann das mal so hochrechnen, wenn man so ein bisschen diese Honigwerte oder was so Trachtwert von verschiedenen Pflanzen gibt, bedeutet etwa, dass sie irgendwo zwischen 50 und 100 Millionen Blüten pro Bienenvolk besuchen müssen im Jahr. Der Winterraps hat etwa 600 Millionen Blüten. Das heißt, Sie können dann ausrechnen, 5, 6 Völker kann ein Rapsfeld rein theoretisch jetzt in der Bilanz pro Jahr ernähren. Das mal auch so als Größenordnung. Was wir vielleicht auch noch berücksichtigen sollten, der Bedarf bei den Honigbienen, was Nest betrifft, ist relativ gering. Das stellen wir als Imker zur Verfügung mit unseren Bienenkästen, mit den Beuten. Aber es gibt inzwischen natürlich auch zu Recht mehr Forderungen, dass man eben insgesamt die Biodiversität in der Landwirtschaft erhöht, bedeutet auch andere Bestäuber, Wildbienen, Schmetterling und so weiter. Und die haben natürlich höhere Ansprüche, die brauchen jetzt zusätzlich zu Nektar und Pollen, brauchen die eben auch noch Nistmöglichkeiten, Nistmaterial. Und ich glaube, ganz wichtig ist, wir müssen uns darauf einstellen, die Diskussion in der Politik, auch in der EU, da spielen die Imker nicht mehr an vorderster Front. Hier geht es insgesamt um Biodiversität. Also wir sind ein Teil in diesem ganzen Diskussion, wie wir eben Artenschutz, Biodiversität in der Landwirtschaft erhöhen können. Das ist etwas, was auch neu ist und wo wir uns, denke ich, auch die Verbände intensiv damit beschäftigen müssen. Und Sie sehen hier unten auf dem Bild eben allein schon Ränder, die man eben ein bisschen unaufgeräumt lässt, wo man Strukturen schafft, geben eben die Möglichkeit, ohne zu viel Aufwand, dass eben die auch andere Insekten dann irgendwo Habitate finden und überleben können. Wichtig ist dabei auch noch, auch ist Ihnen als Imkerinnen und Imker auch sicher bekannt, der Bedarf zieht sich natürlich über das ganze Bienenjahr, ist aber nicht gleich. Sie sehen hier,
so ein Schema für die Populationsdynamik eines Bienenvolkes. Rot sind die Bienen, blau die Brut. Und Sie sehen eben, das wächst dramatisch an von Februar, März ab, erreicht den Höhepunkt zur Sommersonnenwende und nimmt dann auch relativ schnell wieder ab. Und vor allem, wenn Sie sehen, wir haben dann 30.000, 40.000 Larven in der Hochzeit, die ernährt werden müssen. Das heißt, der Pollenbedarf ist logischerweise im Frühjahr am höchsten. Insofern passt es eben auch mit den Frühjahrsblühern, jetzt zum Beispiel mit Raps. Aber der hört natürlich nicht auf nach der Sommersonnenwende. Das Bienenvolk sollte eben auch im späteren Jahr noch Pollen irgendwie von draußen reinkommen. Und Sie alle wissen, das ist ein gewisses Problem. Also Sie können theoretisch mit der Menge, was beispielsweise Raps liefert, ein Bienenvolk übers Jahr füttern. In der Realität, in der Praxis funktioniert das eben nicht, weil das Volk eben jetzt nicht für das ganze Jahr den Pollen hortet. Das heißt, wir sollten eben auch in der zweiten Jahreshälfte noch Versorgung mit Nektar und Pollen haben. Hier mal eine ganz einfache Statistik, wie bei uns die Flächennutzung aussieht. Das ist in den Bundesländern vielleicht etwas geringfügig unterschiedlich, aber im Grunde stimmt es. Landwirtschaft ist gute 50% der Fläche, Wald ist etwa 30% und der Rest teilt sich auf diese Siedlungen und so weiter. Da steckt dann alles mit drin. Das ist so Hälfte und jeweils 30% und nochmal eben die 20%. Ist nicht ganz unwichtig, sich das mal so im Hinterkopf zu heben. Also 50% unserer gesamten Fläche ist eben Landwirtschaft und per se ist sie damit einfach auch wichtig, also auch für Biodiversität, für Versorgung, auch für uns eben als Imker. Wenn wir jetzt anschauen, was sich geändert hat, ne, man kann halt sagen, früher war alles besser und vor allem vor 100 Jahren, wenn man so alte Bilder sieht, wo man noch draußen mit der Hand das Heu senzt und mit der Hand auf den Wagen lädt, hat natürlich deutlich mehr an Biodiversität, an Vielfalt gehabt. Das hat sich aber in den letzten 100 Jahren verändert und es hat sich auch in den letzten Jahrzehnten drastisch verändert, also auch in der Zeit, wo ich das bewusst wahrnehme. Hier mal vielleicht so ein paar Punkte, die meiner Meinung nach wichtig sind. Brachflächen. Für mich schon eines der dramatischsten Dinge, die in diese Trachtverfügbarkeit und Biodiversität eingreifen. Wenn Sie hinschauen, hatten wir so bis etwa die Jahrtausendwende, gab es Regelung, 10% der Flächen sollten brach liegen, mit unterschiedlicher Qualität, durften aber nicht eben intensiv bewirtschaftet werden. Das wurde dann reduziert im Jahr 2005 auf 5% und ab 2008 wurde das ganz aufgehoben. Und das war ein dramatischer Einschnitt. Das ging darum, dass eben auf dem Weltmarkt die Preise stiegen, dass man mehr Fläche brauchte. Dazu kam, kommen wir gleich drauf, die Bioenergie. Das heißt, wir haben plötzlich innerhalb weniger Jahren fast alle Brachflächen verloren. Es gibt schöne Statistiken, die das dramatisch zeigen. Und das ist viel, also 10% der Fläche, die dann plötzlich innerhalb von ein paar Jahren verschwunden sind. Dann, das ist ein schleichender Prozess seit dem Nachkriegszeit, dass eben, wenn ich richtig informiert bin, glaube ich, so nach dem Zweiten Weltkrieg, waren pro Hof etwa noch 10 bis 12 verschiedene Kulturen auf dem Hof durchschnittlich. Inzwischen sind wir statistisch, glaube ich, so bei 2,4. Das heißt, die Anzahl der verschiedenen Kulturen nimmt ab und damit per se auch schon mal die Diversität in den verschiedenen Bereichen. Die Anzahl der Betriebe ist gesunken. Da die landwirtschaftliche Fläche mehr oder weniger gleich bleibt, bedeutet es, einzelne Betriebe werden größer, was grundsätzlich auch eher dazu führt, dass wir weniger Vielfalt haben. Ja, Sie sehen das hier, ein Kollege hat es mal nett formuliert, das große Problem ist Monotonie in Raum und Zeit. Was Sie hier sehen, das ist oben in der Nähe vom Flughafen und unserer Landesanstalt Hohenheim auf den Fildern, sehr fruchtbarer Boden. Das Imkerherz jubelt da nicht, wenn Sie das sehen. Es gibt auch direkt hier in dieser Ecke keine Imker. Ich denke, auf der ganzen Region, das einzig schöne Fleckchen ist eigentlich der Campus von Hohenheim und ein oder zwei so Mini-Naturschutzgebiete. Und das ist letztendlich dann ein Problem, dass man eben zu viel einheitliche Pflanzen auf großer Fläche und das dann über viele Jahre. Dann, ich habe vorhin kurz erwähnt, Zunahme an Bioenergie. Ich erinnere mich, wir hatten, glaube ich, 2004 einen Hohenheimer Tag, wo, ich glaube, es war damals Wirtschaftsminister von der FDP, ich erinnere mich nicht genau, der ausgerufen hat, wir sollten etwa 20% unserer Energie aus dem Acker holen.
was ich damals schon für Schwachsinn erachtet habe, weil das natürlich zig Konsequenzen hat. Im Moment liegen wir etwa bei 15% unserer Fläche, die mehr oder weniger für Bioenergie verbraucht wird. Und Sie kennen die Diskussion, eigentlich brauchen wir mehr Bioenergie. Wenn Sie Ihre Gasheizung dann nicht mit russischem Gas, sondern mit anderen Gasarten betreiben wollen. Also der Druck wächst und es hat natürlich enorme Auswirkungen, bedeutet auch, dass Minderertragsböden trotzdem bewirtschaftet werden und hat eben ja, diese Konsequenz, dass die wirklich effektiven Bioenergiepflanzen, und man kann es drehen und wenden, wie man will, Mais ist, wenn man rein wirtschaftlich denkt, immer die Pflanze, die einfach mehr bringt. Dann haben wir eben solche Gebiete und relativ viele davon. Und auch das ist trotz dem Pollen, der Mais liefert, nicht das, was man sich als Imker so wirklich erträumt. Dann ganz, ganz wichtig, Veränderung der Grünlandnutzung. Dass eben Grünland macht, ich zeige Ihnen gleich nochmal Statistik, macht in der landwirtschaftlichen Fläche knapp 30% aus, also richtig viel. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob Sie da alles mit Heu machen, ausblühen lassen, dann brauchen Sie nicht unbedingt Raps, dann können Sie also übers Jahr hinweg in verschiedenen Folgen da auch zumindest die Bienen versorgen. Das, was man inzwischen häufig sieht, das ist tatsächlich hier in der Umgebung von Tübingen, 4. Mai, da sind eben die Wiesen schon gemäht. Also es wird mehr Silage gemacht, es wird anders gewirtschaftet, intensiver gewirtschaftet, mehr gedüngt. Und das heißt, wir verlieren von Insektenseite, Bienenseite, verlieren wir eben ganz große Teile vom Grünland. Das ist auch jetzt eine Entwicklung, die schon seit über 50 Jahren geht, aber die hat sich nochmal intensiviert. Und das ist auch dramatisch, weil es große Flächen sind. Das sind richtig viele Flächen und die tun weh. So, hier mal auch, denke ich, ganz interessant, sich das mal anzuschauen. Wie wird denn unsere landwirtschaftliche Fläche genutzt? Wir haben insgesamt, kann man grob aufteilen, 70% Ackerland, 30% oder knapp 30% Grünland und noch etwa 1% Dauerkulturen, Obst, Wein, Sonderkulturen, Heidelbeeren und so weiter. Das 1% klingt ganz wenig, aber es ist natürlich trotzdem mehr. Also Bäume oder Sträucher liefern natürlich pro Fläche mehr Nektar. Also insofern darf man es nicht unterschätzen. Und wenn Sie sich das so anschauen, zum Beispiel Getreide, also beim Ackerland macht Getreide von diesen 70% macht knappe 40% aus. Das ist dann viel und da hauen wir im Allgemeinen für unsere Bienen nicht allzu viel raus. Ist im Übrigen, Herr Bartha hat es ja angesprochen, mit dem Ökolandbau grundsätzlich positiv, sollte grundsätzlich gefördert werden. Aber man darf sich keine Illusion machen, ein intensiv ökologisch angebauter Dinkelacker wird für unsere Bienen eben auch nicht so furchtbar viel bringen. Also das allein löst das Problem nicht. Wenn Sie das mal anschauen, im Grunde sind es nur diese zwei Bereiche, die wirklich in der Landwirtschaft noch viel für die Bienen bringen. Natürlich gibt es auch in anderen Flächen, gibt es Randstreifen, gibt es eventuell Untersaaten, aber wirklich viel für die Bienen sind diese beiden Bereiche, Raps und im Grunde Obstbau, Intensivobstbau plus dann Streuobst. Und das ist jetzt nicht so furchtbar viel. Gleichzeitig haben wir aber, wenn Sie jetzt diese beiden Bereiche ansehen, das Problem, dass vom Pflanzenschutz her gesehen, das eigentlich die problematischsten Kulturen sind. Ja, ich habe das hier mal hier runterkopiert. Obst, Äpfel, werden mit am intensivsten oder am häufigsten behandelt. Der Raps ist auch relativ gut dabei. Erschreckenderweise, also wenn Sie wenig Pflanzenschutz wollen, dann müssen Sie eigentlich Mais anbauen, weil der eigentlich am robustesten ist und insgesamt eigentlich weniger Pflanzenschutz benötigt. Was auch nicht das Ziel ist. Das ist also, Sie sehen hier schon ein Dilemma, ein Konflikt. Wir brauchen oder wollen eigentlich mehr Blütenpflanzen. Gleichzeitig haben wir hier ein Problem auch mit dem Pflanzenschutz. Sie sehen das hier ja, beim Obstbau, das sieht immer nicht schön aus. Wir sehen das auch beim Raps. Und ganz problematisch, dass eben doch einige Anwendungen in die Blüte oder kurz vor die Blüte passieren müssen, insbesondere Fungizide, was die Sache natürlich zusätzlich erschwert. Weil logischerweise, wenn Sie hier in die Blüte spritzen, dann haben Sie ein Problem, dann haben die Bienen ein Problem und Sie haben vor allem auch mit den Produkten ein Problem. Das zeigt sich auch, wenn man sich das genauer mal anschaut. Sie wissen, hören vielleicht, ich glaube, wir hören es nachher auch nochmal vom Deutschen Bienenmonitoring seit 2005. Hohenheim hat es ja koordiniert und koordiniert es immer noch.
Wir haben seit dieser Zeit 120 Imker, die uns Daten liefern, wo wir dreimal im Jahr besuchen, wo wir Proben nehmen und wo wir Analysen machen. Ziel ist es, die Winterverluste so ein bisschen aufzuschlüsseln, woran liegt es. Und wir analysieren, Sie sehen das hier, die Imker liefern uns, welche Völker eingehen, ob es irgendwie sonstige Probleme gibt. Wir untersuchen alle Krankheiten, die relevant sind, von der Faulbrut, Nosema, Varroa natürlich, Bienenviren. Und wir untersuchen Rückstände vom Bienenbrot. All das machen wir, wenn ein Volk eingeht im Winter, können wir schauen, was hatte dieses Volk im Jahr davor an Krankheiten, an Rückständen und so weiter, um so ein bisschen Analyse zu machen, welche Faktoren eine große Rolle spielen. Und da sehen Sie, also wir haben das Bienenbrot analysiert, weil da einfach hier eher Rückstände zu finden sind und weil das eigentlich sensibler ist, weil es auch an die Larven verfüttert wird. Und Sie sehen es hier oben, wir haben weltweit, behaupte ich, die sauberste, beste und aussagekräftigste Datenbank zu Pflanzenschutzmittelrückständen. Sie können das runterladen, wenn Sie hier auf diese Homepage gehen. Da haben Sie auch die Einzelwerte. Sie können Tausende von Einzelwerten runterladen mit 500 Wirkstoffen, wo die wann und so weiter auftauchen. Ist immer erstaunlich, das tut denn fast keiner, weil das dann doch mühsam ist, und sich das alles anzuschauen. Aber machen Sie es ruhig mal, schauen Sie sich die Berichte an und die Daten. Hier bloß mal ganz kurz so als Spotlight die Ergebnisse von 2021 zusammengefasst. Die Anzahl der Proben waren 120. Wir haben insgesamt knappe 500 Wirkstoffe in unserem Programm. Das wird an der LUFA in Speyer gemacht, also ein unabhängiges Institut, die auch wirklich gut sind. Wir haben knapp 90 Wirkstoffe nachgewiesen in den Proben. Das ist schon mal nicht so toll, ne? 90 Wirkstoffe. Belastete Proben, fast alle Proben sind belastet, also 96,7%. Das in Klammer sind die Proben, wo man tatsächlich auch noch eine Messung machen kann. Also bei den anderen sieht man bloß, da ist was da, aber die sind so wenig, dass man es eben nicht quantifizieren kann. Die mittlere Anzahl Wirkstoffe pro Volk liegt bei knapp 6. Also Sie haben dann mehrere Wirkstoffe pro Volk. Die dominierende Wirkstoffgruppe schon immer sind eigentlich die Fungizide, also Pilzbekämpfungsmittel. Und das häufigste Fungizid ist Boskalid, Stichwort Blütenspritzung und so weiter, Raps. Häufigste Insektizid, das ist ganz interessant, wenn Sie das jetzt verfolgen, Permethrin. Über zig Jahre war es Thiaglobrid oder Neonicotinoide, die man in die Blüte spritzen darf. Seitdem die verboten sind, sieht so aus, als ob sich der Landwirt dann auch tatsächlich auch dran hält, haben wir jetzt eben ein Pyrethroid, was eben auch praktisch diesen Platz einnimmt. Und das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt. Ich halte nicht viel davon, die Landwirtschaft zu verändern, ausschließlich indem man Pestizide verbietet oder alles konzentriert auf Pestizide. Die sind nie gut und nie toll, aber Pestizide sind im Grunde ein Zeichen oder ein Problem der gesamten Intensivierung. Und allein ein Pestizid zu verbieten, hilft es nicht so furchtbar weiter. Na, hier das Beispiel, die Neonicotinoide sind verboten, jetzt haben wir eben Permethrin, hilft uns nicht so unbedingt weiter. Wichtig ist, wir hatten in keiner der Proben, auch über die 15 Jahre hinweg, wirklich akut toxische Konzentration. Bedeutet, dass man sagen kann, aufgrund von diesen Wirkstoffen müsste die Biene krank werden und das Volk womöglich eingehen oder stark geschädigt werden. Das ist mal ganz wichtig. Und von den 20 am häufigsten gefundenen Wirkstoffen sind 12 aus der Blütenspritzung. Das bestätigt einfach auch nochmal, das ist eigentlich unser großes Problem. Also die zwei Botschaften, Bienensterben oder Zusammenbruch der Völker, liegt zumindest nicht flächendeckend an den Rückständen, die wir jetzt irgendwie in der Landwirtschaft haben, obwohl wir eben viele, viele Wirkstoffe finden. Und Blütenspritzung ist eigentlich das große Problem. Wir haben zusätzlich noch ein Riesenprojekt gemacht in Baden-Württemberg von der Caro Friedle. Wir haben an 80 Standorten mit Imkern zusammen, die haben uns Pollen geliefert, also aus solchen Pollenfallen, ein gigantisches Projekt, und haben untersucht über die Fläche, wie ist der Eintrag, also wenn über mehrere Tage Pollen reinkommt, direkt am Pollen, also nicht im Bienenbrot, sondern am Pollen. Und wir haben zusätzlich bei einigen Völkern jeden Tag über eine gewisse Zeit Pollen analysiert, um zu sehen, wie verläuft es über diese extreme Zeit, und das vor allem in Gebieten, wo man weiß, da kracht es halt auch, was Pflanzenschutz betrifft. Das ist Bodenseegebiet zum Beispiel, wo eben sehr viel Intensivobstbau ist, oder da, wo eben auch Zugang zum Raps ist.
tolles Projekt, gefördert vom Land Baden-Württemberg. Und hier mal so in Kurzform ein paar Ergebnisse. Nicht überraschend, Sie haben Rückstände in all diesen Gebieten. Das, was ich vorhin schon gesagt habe, bestätigt sich da. In 90% aller Proben finden Sie eben Rückstände. Die meisten Wirkstoffe sind als bienenungefährlich eingestuft. Das heißt, man darf die anwenden, auch teilweise in der Blüte. Ist also nicht so, dass die Landwirte flächendeckend permanent irgendwas tun, was sie nicht dürfen. Auch hier kein Hinweis auf Konzentrationen, die direkt erklären, dass das Bienenvolk jetzt geschädigt wird oder eingeht. Unangenehm ist, dass teilweise in Tagespollen haben wir Wirkstoffgehalte, also 10.000 Mikrogramm, das sind 10 Milligramm, also das können Sie hier irgendwie so auf der Hand als Krümel dann sehen. Das ist unangenehm. Und nach wie vor hier eben die Blütenanwendung. Man kann abschließend sagen, für den Verbraucher würde keine direkte Gefahr besteht und für die Bienen letztendlich auch nicht. Aber ich meine, wenn Sie diese Mengen sehen, bedeutet das natürlich, dass die Vermarktung im Grunde geht es nicht. Sie können nicht Pollen hier sammeln und das dann vermarkten. Und eigentlich noch ein größeres Problem, und da kommen wir im Verbraucherschutz, wir haben dann festgestellt, dass unglaublich viele Proben mit Pyrrolocidin-Alkaloiden belastet sind. Das sind natürliche Pflanzenstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, so Abwehrstoffe, die aber extrem leberschädlich sind. Für die ist auch immer noch, man macht rum, ob es welche Grenzwerte und so weiter. Am liebsten hätte man sie gar nicht drin, ist ein Problem. Und wir haben bei 50% dieser Nachweise, waren die in einem Bereich, wo das Bundesamt für Risikoforschung sagt, nicht für den Verbraucher. Also brutal gesagt, Pollen sammeln in Baden-Württemberg in diesen Regionen ist aus den verschiedenen Gründen eigentlich nicht angesagt. Was unangenehm ist. Sie sehen, all diese Daten sind veröffentlicht in internationalen Zeitschriften. Die sind frei zugänglich, können Sie sich runterladen und sich auch die Daten einzeln anschauen. So ein paar Probleme sind jetzt hiermit angerissen. Welche Lösungsansätze gibt es? Jetzt kann man sagen, im Grunde wissen wir alles. Es ist sehr, sehr einfach, ne, wie man die Probleme lösen kann oder zumindest entschärfen kann. Extensivierung. Kennen wir alles, Untersaaten, Zwischenfrüchte, Randstreifen, die Sagittalflora, ganz, ganz wichtig. Wenn Sie früher mal schauen, ich habe mich jetzt nicht getraut, ich habe ein schönes Bild, aber das habe ich aus dem Internet runter. Und wenn hier gefilmt wird, dann kriege ich wieder Copyright-Probleme. Das sieht toll aus, wo man früher einen Rand, also das sind dann 5 oder 10 Meter, nicht behandelt hat, nicht bearbeitet hat und sich da die sogenannten Ackerunkräuter, das gibt eine eigene Gemeinschaft an Ackerunkräuter, die sich da entwickeln und deswegen Unkräuter auch in Anführungszeichen, wo man gar nichts extra einsäen muss. Die ist quasi verschwunden, die haben sie praktisch nicht mehr. Sowas wäre halt toll, also einfach mal einen Randstreifen, da braucht man nicht mal einsäen, sondern unbehandelt lassen. Mehr Brachflächen. Ich habe vorhin schon gesagt, andere Grünlandnutzung. Man muss ja inzwischen froh sein, wenn man Pferde irgendwo sieht, weil die ab und zu dann wirklich noch Heu machen auf irgendwelchen Wiesen. Und eben bei den Bioenergiepflanzen versuchen, zumindest ein bisschen vom Mais wegzukommen. Hier mal so ein paar Impressionen. Untersaaten bei Winterweizen. Das ist auch ganz nett, weil man Trachtlücken schließen kann durch solche Untersaaten, ne? Dass zumindest so eine gewisse Versorgung da ist, wenn der Raps vorbei ist und Spätblüter noch nicht da sind. Hier eben so Zwischenfrüchte, Ackerbohne, Lupine, die eben tatsächlich auch für andere Insekten, wildlebende Insekten, wirklich noch was bringen. Artenreiche Randstreifen, also wenn es geht, mehrjährig. Natürlich alles, was mehrjährig ist, ist besser, wenn es umgeht und Sie sehen, da können sich sicher viele Insekten wohlfühlen oder hier auch in so einem, ist glaube ich eine Ökobauanlage, wo man dann eben an den Fahrstreifen auch versucht, eben entsprechenden Bewuchs zu haben. Und logischerweise, das ist allein, wenn das schon dazu beiträgt, dass die Bienen versorgt sind, keine Räuberei auftritt und so weiter, ist es toll, wenn sie sowas haben. Selbstbegrünte einjährige Brache, wo man auch gar nicht viel machen muss, wo man einfach mal einen kleinen Bereich eben nicht bearbeitet und so stehen lässt. Und auch wunderschön, sogenannte Streifenwiese, wo sie versuchen, das ist auf der Schwäbischen Alb, gewisse verschiedene Nutzungsformen, da ist ein bisschen Wald, da sind ein paar Getreidefelder, dazwischen eben auch so ein Grünlandstreifen. Und könnt ihr euch vorstellen, auch da finden Bienen, die in der Nähe stehen, finden halt irgendwas zu knabbern, vermutlich auch über mehrere Monate. Funktioniert alle, wir wissen das. Sie können jetzt sagen, oder hier, ja, Bioenergiepflanzen.
Helmut Horn wird das Bild wahrscheinlich kennen, durchwachsene Silvi. Wir hatten da einen Versuch oder ein Projekt in der Nähe von Karlsruhe, wo man hier jetzt eigentlich untersucht hat, ob Silvi auch Honig bringt und ob der Honig für die Bienenvölker, für die Überwinterung und so weiter geeignet ist. Aber man kann natürlich mit der Silvi auch Bioenergie machen. Man kann das kombinieren mit Mais. Es gibt da inzwischen tolle Dinge, wo man auch technisch weiter ist. Man kann sie inzwischen wohl auch aussäen. Das heißt, viele Dinge kann man machen, ist aber natürlich trotzdem nicht ganz so effektiv wie Mais. Das darf man eben immer nicht vergessen. Und wenn Sie jetzt gerade sagen, vielleicht, das ist ja alles schön, das ist ein bisschen Träumerei und das ist nicht realistisch. Stimmt, also wir würden das sowas nicht in die Fläche reinkriegen. Aber ich darf ja auch ein bisschen Werbung machen. Das ist also ein Merkblatt von 2022, können Sie sich auch runterladen, ist frei verfügbar von Baden-Württemberg, vom LTZ, Landwirtschaftliches Technologiezentrum in Karlsruhe. Das sind Versuche, das sind Betriebe, teilweise sind Versuchsbetriebe, aber teilweise auch Betriebe, die bereit sind, solche Maßnahmen umzusetzen. Und so nach dem Stichwort, jede Blüte zählt, wenn das einige machen, irgendwo in der Region, hilft es auf jeden Fall. Also das sind Möglichkeiten, mit denen man umgehen kann. Das Problem ist, all diese Dinge kosten Geld. Also jede Quadratmeter Fläche, den Sie wegnehmen, geht an den Ertrag. Extensivierung bedeutet weniger Ertrag. Auch Ökolandbau bedeutet weniger Ertrag. So, das muss kompensiert werden. Und jetzt, schöne Frage, wer zahlt? Wer ist da bereit? Soll das alles der Landwirt machen? Sind Sie bereit? Ist der Verbraucher bereit? Das ist eine spannende Frage. Steuergelder. Und das ist ja auch die ganze Diskussion, die wir jetzt haben, auch in der EU, wie man damit umgeht. Und möchte ich abschließend auch noch so ein kleines Beispiel zeigen, wie schwierig das denn ist. Ich habe Ihnen vorhin gezeigt, dass wir ein Problem haben mit den Blütenspritzungen, vor allem im Raps. Kann sich jeder vorstellen, das ist nicht so toll. Und einige werden wahrscheinlich wissen, und das ist ja auch, na, jetzt hat er irgendwie, konnte keine Internetverbindung. Mitbekommen, und das wäre jetzt auch Klaus Walter sein Thema, wir haben in Hohenheim zusammen mit der Firma Lechler in Metzingen, Spritzdüsenhersteller, dieses Droplek-Verfahren entwickelt. Das Droplek-Verfahren ist nicht ganz neu, das gab es auch früher schon in anderen Kulturen. Prinzip ist, und Sie sehen das hier, es wird nicht von oben gespritzt, sondern die Düsen sind abgehängt, das wird von unten durch den Bestand gefahren und es wird von unten gespritzt. Hat den Vorteil, dass man nicht oben auf die Blüte drauf spritzt, hat teilweise sogar wohl den Vorteil, dass bei Pilzinfektionen, die dann eher an der Pflanze selber sind und nicht an der Blüte, das sogar effektiver ist. Und grundsätzlich funktioniert das. Also wir haben viele, viele Jahre, 10, 15 Jahre, hat Klaus Wallner gerade mit der Firma zusammen hier reingesteckt, gab etliche Projekte, wo das gefördert worden ist. Und Sie sehen das hier, dass das auch funktioniert. Man hat lange Zeit geglaubt, man zerlegt diesen Rapsacker. Nein, Sie können fast genau, Sie sehen hinten Autos fahren, Sie können fast so schnell fahren wie mit ganz normalen Spritzmaschinen. Das klappt alles, es funktioniert, die Wirksamkeit ist im Grunde nachgewiesen. Allerdings, hoppla. So. Also diese Droplek-Technik reduziert nachweislich Rückstände zum mehr als 90%. Die Abdrift ist natürlich auch weniger stark und hat gute Wirksamkeit gegen Schädlinge. Allerdings, diese Verbreitung der Technik stagniert im Moment. Warum? Weil es halt doch ein Tick teurer ist. Man muss das halt, braucht neue Gestänge. Es passt nicht immer so in den Arbeitsablauf, was vorhin, glaube ich, angesprochen worden ist. Mehr Aufwand, bisschen mehr Kosten. Ich würde behaupten, das ist nicht gigantisch, was an Kosten zusätzlich kommt. Dazu ist eine neue Methode, wo grundsätzlich der Landwirt, der Imker übrigens auch, eher ein bisschen zurückhaltend ist, irgendwas ganz Neues zu machen. Damit hängt es jetzt im Moment und ich weiß nicht, wie das weitergeht. Ich finde es schade, nicht, also Hohenheim hat keinerlei finanzielle Beteiligung an diesen ganzen Geschichten, aber im Moment ist es gut möglich, dass das irgendwann in der Versenkung verschwindet. Das ist schade und ich möchte noch einen anderen Punkt zum Schluss kurz anmerken, bevor man jetzt auch, wenn man jetzt Landwirtschaft kritisiert, was Sie hier sehen, und das gilt ist sogar für Bayern, habe ich gefunden, dass die landwirtschaftliche Fläche in den letzten 40 Jahren im Grunde sogar ganz leicht abgenommen hat. Was richtig zugenommen hat, ist die Siedlungsfläche von Hochwasserschutz, die ganzen Einfamilienhäuser am Ortsrand und so weiter. Wir haben deutlich mehr Fläche genommen, als jetzt zusätzlich gebraucht, als die Landwirte. Und
Sie können sicher sein, das sind nicht primär ökologisch hochwertige Flächen, wo man dann Naturrasen und so weiter hat. Also insofern müssen wir uns auch selber in die Nase fassen. Wir selber sind nicht unbedingt diejenigen, die primär unser Leben und unseren Bereich auf die Biodiversität ausrichten. Letztes Bild, was Sie hier sehen, bei mir, mein Bienenstand ist hier etwa 10 Meter nach links, ist mein Bienenstand. Rechts auf der Streuobstwiese, das haben junge Leute geerbt, nette junge Leute, wenig Zeit, haben sich noch einen Aufsitzmäher geleistet und mähen das Ding halt alle 3-4 Wochen. Das heißt, das war es im Grunde mit der Streuobstwiese. Hier ist noch der alte Bauer, wo dann zweimal im Jahr gemäht wird. Ich merke, das ist toll, also der Bienenstand ist eigentlich toll. Und Sie sehen das halt immer zunehmend. Also es ist nicht nur die professionelle Landwirtschaft, im Grunde geht es eben, was ich vorhin sagte, für die gesamte Gesellschaft. Und damit die Frage, Imkerei und Landwirtschaft ist ein Miteinander möglich. Sie haben es vorhin mir aus dem Mund genommen, wir sind Teil der Landwirtschaft. Das habe ich vor 40 Jahren gesagt und ich sage es immer noch. Auch wenn wir mehr Hobbyimker haben, mehr Stadtimker, irgendwo auf der Sparkasse auf dem Dach oder so. Wir sind Teil der Landwirtschaft. Und es ist auch wichtig, wir sind ein extrem wichtiges Regulativ. Wir hätten weniger, es wären keine Neonicotinoide verboten worden. Diese ganzen Bienenprojekte, die jetzt in Bayern oder Baden-Württemberg mit Reduzierung von Spritzmitteln und so weiter, wären ohne Imker nicht gelaufen. Das heißt, man braucht uns. Also wir sind notwendig dafür. Wir sind kritischer Partner. Das heißt, wir sollten versuchen, Verbesserungen für die Imkerei, Erhaltung der Massentrachten. Also bei Raps, man muss aufpassen, wenn wir alle Pestizide verbieten, die im Raps angewendet werden, dann haben wir eben statt Raps Soja. Und das ist, sagen wir, nicht die Lösung. Also man muss da im Dialog bleiben, man muss ein bisschen mit Fingerspitzengefühl und Sachverstand dran gehen. Verbesserung des Blühangebots in anderen Kulturen, ich habe vorhin so ein paar Bilder gezeigt. Und die Umsetzung, auch das Herr Barth hat vorher erwähnt, lokal, regional, gibt es viele. Das sind keine Riesenflächen, wenn ich es bundesweit ansehe. Aber das hilft und es ist beispielhaft und ich finde es toll, wenn eben, das gibt es in verschiedenen Bundesländern, eben diese Kontakte Imker, Landwirtschaft, wo man auch versucht, eben solche Dinge auch vielleicht im kleineren Maßstab umzusetzen. Und ich behaupte mal, auch viele konventionelle Landwirte sind grundsätzlich bereit. Und überregional, und das ganz zum Schluss, da geht es um GAP, also gemeinsame Agrarpolitik, da geht es um EU, da geht es um Politik. Und dann sind Sie auch wieder daran beteiligt. Wählen Sie die richtigen Leute, machen Sie Druck auf die Verbände und auf die Politiker, dass dort eben auch solche Dinge umgesetzt werden. Es sieht so aus, dass zumindest kleine Schritte bei der GAP jetzt laufen, dass man versucht, so ein bisschen ökologische Ideen in diese Forderungen der Landwirtschaft auch hier reinzubringen. So, damit erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.